wir brauchen die Azubis jetzt, wir brauchen sie auch gut bezahlt. Denn jeder Azubi, der interessiert ist am Kochzeithandwerk, der macht das nie aus Genuss und Laune, sondern weil er gerne einen ordentlichen Beruf lernen möchte. Und der sollte natürlich auch ordentlich bezahlt werden. Das kann ich auch nur sagen. Wir brauchen sie, wir brauchen die Übernahme. Verdient und wir brauchen hier geregelte Verhältnisse und deswegen lasst uns kämpfen. Wir leisten seit mehr als zwei Jahrzehnten eine erstklassige Arbeit und werden dafür mit zweitklassigen Löhnen abgespeist. Und das können wir uns nicht länger bieten lassen. Über 6,5% haben wir lange diskutiert. Wenn wir die Bedingungen, die besser sind, die Bedingungen, die wir nicht anfangen, wenn wir die Bedingungen, die wir nicht schaffen, dann müssen wir da aufpassen, dass wir abgehängt werden.